Ihr könnt jetzt Feedback geben zu dieser Situation, zu der folgenden. Also, ich kaufe jetzt eigentlich seit Corona, kaufe ich Fleisch immer auf dem Wochenmarkt. So, und mein Fleischkauf sieht folgendermaßen aus. Die haben da so einen Fleischer, so einen Wagen halt. Irgendwie, voll der gute Fleischer. Toll. Tolle Fleischer. Toll, toll, toll. Alles auf dem eigenen Hof machen die. Toll, toll. Kostet natürlich auch mehr. So ein Metzgerwagen, genau. Ich gehe mal hin und sag, ja, hallo, zweimal bitte Hack, 200 Gramm. So einmal die Woche, weil das esse ich. Ich esse einfach immer nur Hack. Zweimal 200 Gramm die Woche, that's it. Das ist mein Einkauf. So, und irgendwann habe ich mitbekommen, weil das jemand vor mir gemacht hat, dass die das Fleisch so einvakuumieren. Direkt, die haben da so ein Gerät, da legen die das dann so rein, in so richtigen Verschweißungstüten irgendwie. Und dann vakuumiert das Ding das ein. Es wird eingeschweißt. Und das habe ich dann mitbekommen, so ein Vakuumierer, genau. Und dann habe ich irgendwann gesagt, zweimal 200 Gramm Hack zum Einfrieren. Das ist dann immer so mein Ding. Und das Ding ist jetzt, es gibt immer einige Verkäufer, denen ist das scheißegal, wer du bist. Die sind da immer sehr nett. Und dann sagen wir so, es gibt Verkäufer, die merken sich irgendwann, dass du das wieder bist, aber die tun so, als wärst du das nicht. So. Und dann gibt es Verkäufer, die merken, dass du das bist und reden dann dir auch mit dir so. Versteht ihr, was ich meine? Wer konkreter? Der eine Verkäufer, der hat sich halt schnell gemerkt, dass ich das wieder bin. Und dann bin ich da vor 2 Wochen, glaube ich, hingegangen, oder vor 3 Wochen. Ich gehe auch immer an verschiedenen Tagen, damit nicht immer der gleiche Verkäufer da ist. Damit die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, dass die jetzt wissen, dass ich immer komme und zur gleichen Zeit immer das Gleiche will. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich da ein Problem mit, wenn der Verkäufer oder die Verkäuferin weiß, dass ich das bin, dass ich immer zur gleichen Zeit komme und immer das Gleiche will. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da ein Problem mit. So, und deswegen gehe ich immer an verschiedenen Tagen dahin, um mir Fleisch zu kaufen. Warum? Können wir gleich analysieren. Ich weiß es nicht. Es ist schon sehr oft passiert, dass ich deswegen in einen anderen Laden gegangen bin. Oder nicht mehr den gleichen Laden besucht habe. So, aber jedenfalls war dann der Verkäufer da, oder der Metzger, der genau wusste, dass ich jetzt komme und was ich will. Und dann habe ich so bestellt. Und dann meinte der, jetzt immer nur zweimal ist doch ein bisschen wenig. Wird das auch mal mehr? Und ich glaube, der wollte einen Witz machen. Und ich war völlig überfordert so mit der Situation. Dachte so, nee, das passt eigentlich ganz gut für mich. Das ist so meine Ration. Und dann hat er das gemacht. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so ist der jetzt genervt, weil der jetzt immer das machen muss für mich. Er hat sich wahrscheinlich gar nichts dabei gedacht, aber so funktioniert denn mein Gehirn. Ach so, und ein paar Wochen davor, da wusste er auch schon, dass ich das bin. Und dann meinte der irgendwie, das ist jetzt aber irgendwie immer langweilig, immer Hack. Willst du nicht mal was anderes probieren? Und dann meinte ich so, ja, was denn? Und dann meinte er, ja, zum Beispiel, hier nimmst du so eine Wurst. Die wiegt auch so 200 Gramm und da ist irgendwie so gewürztes Hack drin und dann machst du das einfach, quetscht das raus aus der Wurst. Und dann meinte ich so, okay, mach ich mal und hab das gemacht. Und dann habe ich die Wurst einfach gebraten, so nebenbei, weil ich wusste nicht, was ich mit der machen soll und hab die einfach so neben der Mahlzeit einfach gebraten in der Pfanne und habe die normal gegessen. Und die war auch ganz nice, aber also gebraucht habe ich das jetzt nicht. Gebraucht habe ich das jetzt nicht. So, und dann, das nächste Mal war dann, meinte ich wieder, ja, zweimal Hack. Und hatte irgendwie schon ein schlechtes Gewissen, dass ich das immer das Gleiche bestelle. Und meinte er, ja, aber das ist jetzt ein bisschen wenig. Ich werde das auch mal mehr. So, und ich dann so, nee. Das ist meine
Das ist meine, das ist eigentlich ganz gut. Also ich will immer nur so viel. Also zweimal 200 Hack eben die Woche. So, das ist so meine Ration. Und er hat das gemacht und war alles gut. Aber dann habe ich schon danach überlegt, oh fuck, ey, ich will eigentlich nie wieder hin, wenn der da ist. So, und jetzt war ich letzte Woche, Donnerstag war das, jetzt Donnerstag. Da ist immer auf Wochenmarkt und die sind immer da, die sind immer Dienstag, Donnerstag und meistens dann nochmal Samstag da. So, dann war ich Donnerstag da. Nein, es war Samstag sogar. Es war diesen Samstag. Ja, es ist jetzt gerade erst passiert, diesen Samstag. Bin ich dann wieder hin, weil ich brauchte wieder meine Ration, bin extra an einem anderen Tag gegangen, in der Hoffnung, dass der Verkäufer nicht da ist. Und das klingt so dumm. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Samstag ist ja immer ein bisschen mehr los auf dem Wochenmarkt. Das heißt, es gab eine längere Schlange. Und aus der Schlange konnte man nicht sehen, welcher Metzger dort gerade im Wagen steht. Und ich habe nicht vorher geguckt, wer da steht. So, und man sieht auch aus dem Wagen nicht heraus, wer in der Schlange steht, weil da irgendwie noch so ein Vorzelt irgendwie so raushängt. So, dann habe ich mich angestellt und dann war ich quasi dran und bin aber so vorbeigegangen, so mit meinem Fahrrad in der Hand und bin so quasi ins Blickfeld gekommen. Ne? Also ich komme so ins Blickfeld und sehe sofort den Verkäufer, unser Blick trifft sich. Ich gehe einfach weiter. Und heute bin ich extra zu einer anderen Fleischerei gefahren. So dumm. Ich bin extra zu einer anderen Fleischerei gefahren, die 1-2 Kilometer weiter weg ist. Also dieser stationär ist und hab mir da direkt 6-mal Hack zum Einfrieren geholt, damit ich die nächsten 3 Wochen nicht auf dem Wochenmarkt muss. Oh, nee. Versteht mich irgendjemand? Ich weiß, der denkt sich ja gar nichts dabei, aber ich bin jemand, der... Ich kann das nicht. Es war auch bei mir mal so, ich habe mir immer eine Zeit lang, habe ich mir beim Bäcker, bei Edeka, habe ich mir immer ein Brot mitgenommen. Ich habe dann genau an dem Tag, wo die Verkäuferin mich folgendermaßen begrüßt hat, ein Dinkelvollkornbrot, richtig? Das war der letzte Tag, an dem ich da eingekauft habe. Ich weiß nicht warum, weil ich möchte kein irgendwie Smalltalk führen, weiß ich nicht, was das ist. Ich weiß es nicht, Leute, ich kann es nicht sagen. Auf der anderen Seite gehe ich voll gerne in bestimmte Läden, wo die mich sehr gut kennen. Zum Beispiel in Elenas Backbistro. Da gehe ich sehr gerne hin und führe auch mit ihr Smalltalk, weil ich sie super gerne mag. Aber ich möchte nicht mit jedem Verkäufer oder jedem Verkäuferin irgendwie so ein Wir-kennen-uns-Verhältnis aufbauen irgendwie. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich weiß nicht, warum. So. Ich gehe am liebsten in die Läden, wo die Verkäufer alle so ein... Also die wissen, du bist das, aber die haben so ein... Irgendwie so ein Abstand. Aber das ist bei mir bei allen Menschen so. Ich kann nicht so leicht Menschen in mein Feld so vor mir reinlassen. Wisst ihr, es geht nicht. Und das ist irgendwie... So.